Ihre Taten sind besonders. So wie Abu Bakr und Omar. Abu Bakr auch bekannt. Immer wieder raus aus den Grenzen von Medina. Eine alte Frau immer wieder geholfen, gepflegt, aufgeräumt, gekocht, gefüttert die Kinder. Omar läuft ihn hinterher und sieht, wartet bis Abu Bakr weggeht. Geht zum Zelt, fragt eine alte blinde Frau mit voller vielen Waisenkinder. Fragt er, weißt du, wer das war? Sie sagt, ich kenne ihn nicht. Aber er kommt jeden Tag und fegt und räumt auf und füttert und kocht. Und du kennst ihn nicht? Nein, Wallah, ich kenne ihn nicht. Und sie sagte, jeden Tag, jeden Tag. Und Omar fing an zu weinen und sagte, ja, Abu Bakr, jedes Mal bist du in den guten Taten uns voraus. Immer bist du schneller als wir. Liebe Geschwister, wir sind hierhin gekommen, um uns zu verbessern. Es freut mich. Es freut mich wirklich zu sehen, wenn ihr euch gut versteht. Und es freut mich, wenn ihr näher kommt. Aber wichtig ist es. Ihr müsst wissen, warum ihr gekommen seid. Ihr müsst Berge voller guten Taten machen. Ihr habt zu viele Sünden auf unseren Nacken. Wir sind mit Sünden von Deutschland gekommen und sind zu einem reinen Ort gekommen. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Nur die Guten kommen nach Medina. Versucht das auszunutzen in Mekka. Macht gute Taten, viel. Macht etwas Geheimes. Mach etwas, was keiner gesehen hat. So wie du eine Sünde gemacht hast, wo du dachtest, keiner hat dich gesehen. Mach etwas Gutes, wo keiner dich sehen kann. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das müsst ihr machen die nächsten Tage. Etwas Besonderes. Um von Allah Vergebung zu bekommen, musst du etwas Besonderes machen. Eine besondere Taube, eine besondere Tat, eine besondere Aussage.